Kommen wir am Anfang erstmal hier zum Design. Also ganz klassisch hier in blau-schwarz gehalten, typisch Petzolds Autopflege, Farben hier sozusagen. Und auf der Vorder- und Rückseite habt ihr hier noch so ein kleines Logo von Petzolds in schwarz gehalten mit gelber Schrift. Macht einen sehr, sehr netten Eindruck. Die Maße der Tasche belaufen sich hier auf 49 cm in der Breite und eine Tiefe von 26 cm. Die maximale Höhe beträgt 35 cm, wenn ihr diesen Bügel hier nach oben geklappt habt. Die Seitenwände haben eine Höhe von 20 cm und hier diese hohen Kanten hier an der Seite haben eine Höhe von 29 cm. Schauen wir uns nun die Features der Tasche etwas genauer an. Zum Thema Tragen, hier habt ihr die Möglichkeit, diesen Bügel hier nach oben zu klappen und das Ganze hier über diesen Bügel dann zu transportieren. Und da habt ihr oben ja, wie gesagt, diese Schaumstoffummantlung und die hat eine Breite von ungefähr 17 cm. Das heißt, auch eine große Hand ist hier bequem aufzulegen und ihr habt immer hier so einen schönen weichen Griff dadurch. Dieser Tragebügel ist leider hier nicht demontierbar, das ist hier von Niete, das heißt, ihr könnt diesen Bügel einfach nicht abmachen. Aber wenn ihr den nicht unbedingt nutzen wollt, könnt ihr ihn auch hier bequem zur Seite klappen. Zusätzlich hier zu dem Bügel könnt ihr die Tasche natürlich auch über so einen Tragegurt hier euch über die Schulter hängen und der ist sehr, sehr lang. Ihr könnt ihn auch hier verstellen. Ich habe mir hier die längste Möglichkeit eingestellt, also der hängt mir auch schön hier bis zur Hüfte. Auch große Leute können sich hier bequem umhängen. Vorteil der ganzen Sache, ihr könnt das Ganze hier an der Seite noch demontieren. Das heißt, wenn ihr die Sache hier nur mit diesem Tragebügel tragen wollt, könnt ihr das natürlich machen und euch hier den Tragegurt ganz easy entfernen. Sowohl der Boden als auch die Seitenwände sind hier mit so Material verstärkt. Das heißt, ihr habt sehr, sehr stabile Seitenwände, um hier die ganzen Reiniger und Flaschen einfach schön festzuhalten. Wenn ihr die Tasche jetzt mal nicht im Einsatz habt und möchtet sie einfach ein bisschen kompakter verstauen, habt ihr die Möglichkeit, das Ganze hier ein bisschen zusammenzufalten. Und das zeige ich euch jetzt. Dazu löst ihr einfach hier an der Seite die Seitenwände vom Klettverschluss ab, beiden Seiten. Und die Tasche lässt sich dann hier am Boden einfach lösen. Und ihr könnt das Ganze hier nach oben klappen. Das funktioniert folgendermaßen. Jetzt habt ihr erstmal den Boden gelöst und somit habt ihr den flexiblen Teil der Tasche einfach freigegeben und könnt jetzt ja, einfach hier den Bügel nach unten klappen und das Ganze hier zusammenfalten. Und das finde ich sehr, sehr schön, da wird das dann Ganze sehr, sehr kompakt und ich messe das Ganze für euch nochmal. Natürlich muss man die Tasche dann noch ein bisschen nach unten drücken oder so, wenn man das maximale hier kompakte Maß erreichen will. Ansonsten habt ihr hier dann eine maximale Höhe von ungefähr 8 cm und die Breite ist natürlich die gleiche geblieben. Also das Ganze lässt sich hier bis auf 8 cm kompakt zusammenfalten. Finde ich sehr, sehr schön. Und genauso schnell ist das Ganze natürlich wieder aufgebaut. Einfach die Tasche wieder hinstellen, ein bisschen auseinanderziehen, den Bügel nach oben klappen und den Boden richtig schön hier unten einlegen und dann hier die Seitenwangen einfach nach oben klappen. Hier unten ist es wichtig, dass ihr den Bereich einfach richtig auf den Boden aufdrückt, damit hier oben die Klettverschlussbänder richtig aneinander bekommen. Und dann einfach an die Seiten ranklappen. Dasselbe natürlich hier auf der anderen Seite noch. Hier habt ihr nochmal hier die Falz, die muss natürlich richtig schön am Boden anliegen und dann das Ganze nach oben klappen. Und schon ist die Tasche wieder einsatzbereit. Geht super schnell und das ist super praktisch, muss ich sagen. Nun kommen wir zum wichtigsten Teil. Jetzt packen wir die Tasche natürlich voll. Da gebe ich euch erstmal die Innenmaße durch hier. Also das maximale Maß hier der Innentasche ist 44 cm in der Breite und in der Tiefe habt ihr ein Maß von ungefähr 22 cm. Zusätzlich habt ihr hier an der Tasche noch so kleine Seitentaschen angebracht. 4 Stück hier auf der Vorderseite, 4 Stück an der Innenseite und nochmal 4 Stück auf der Rückseite. Die sind alle gleich groß und haben ungefähr hier am Einstieg ein Maß von 4 cm, eine Breite von 11 cm und in der Tiefe geht es 13 cm nach unten. Aber denkt dran, das geht so ein bisschen V-förmig nach unten, das heißt nach unten wird es immer enger sozusagen. An den Seiten haben wir natürlich auch noch Taschen und die haben ein Maß hier wieder ungefähr am Einstieg von 6 cm hier in der Tiefe, eine Breite von 24 cm hier und eine Tiefe von 16 cm. Lassen sich auch flexibel hier gestalten und da können verschiedene Sachen einfach eingelagert werden. Kommen wir nun zum wichtigsten Teil. Das heißt, wie viel passt nun endgültig hier in diese Tasche rein? Und darum geht es ja nun am Ende. Hier an der Seite habe ich schon hier so ein paar Flaschen bereitgestellt. Hier haben wir wieder unsere Tuga-Flaschen mit einer Höhe von ungefähr 30 cm. Und auch die Gloria. Und da war auch die Frage im McGuire-Video, passt denn auch so eine Gloria rein? Das schauen wir uns später noch an. Aber stellvertretend gleich hier für die Tasche kann ich euch direkt sagen, die Gloria passt ja super rein. Ihr könnt das Ganze ja natürlich beim Bepacken auch ein bisschen nach hinten klappen. Wir schauen mal, ob der Bügel hier an die Gloria anstößt. Und das ist leider der Fall. Das heißt also, ihr könnt die Gloria nicht unbedingt in der Mitte lagern, aber die brauchen also so ein bisschen Halt. Deswegen würde ich es einfach hier an die Seite rutschen lassen. Und dann laden wir einfach mal weiter ein. Hier passt auf jeden Fall noch jede Menge Sachen rein. Ich lade einfach mal voll jetzt hier für euch. Hier der McGuire's Natural Shine, der passt hier sehr, sehr gut runter. Ich messe nochmal für euch, welches Maß wir hier unter dem Bügel haben. An der höchsten Stelle, hier in der Mitte, haben wir ein Maß von 30 cm. Das heißt, so eine Tuga-Flasche müsste hier durchrutschen. Ja, absolut perfekt.
rutscht durch. Das heißt, so eine große Tuga-Flasche könnt ihr auch hier in der Mitte lagern. Also in der Mitte hier 30 cm an Höhe. Das nimmt natürlich hier dann zum Rand hin ab. Dann packen wir weiter rein. Hier der Wirt Felgenreiniger. Dann haben wir auch noch eine Kochchemieflasche. Das sind natürlich ein bisschen kleiner hier. Passt natürlich deswegen trotzdem super hier rein. Dustcracker hier, meinen beliebten Pfirsch, Scheibenreiniger und solche kleinen Sachen wie zum Beispiel von So City Garage, dieser Glasreiniger, den kann man auch bequem hier in so eine Seitentasche reinmachen, einfach als Beispiel. Taucht natürlich nicht komplett hier in die Seitentasche ein, aber im Auto fällt er euch dann nie raus. Ist nur ein Beispiel, ihr könnt hier auch Reinigungsknete reinmachen oder kleine Pads, je nachdem, das ist völlig flexibel einsetzbar. Also was man hier in diese Taschen alles reinpackt, ist natürlich dann abhängig von eurem Pflegeset. Da müsst ihr einfach schauen und ich denke mal, ihr werdet auch da eine gute Kombination finden. Hier an der Seite ist auch sehr zu empfehlen, Mikrofasertuch reinzumachen oder auch, wir können ja mal hier den Glasreiniger testen. Also ihr könnt ja auch 3 von diesen Glasreinigern bekommt ihr locker in die Seitentasche. Ansonsten gehen wir hier schon langsam die Flaschen aus und ihr seht, hier würde locker noch, wenn wir die Gloria vielleicht hier ein bisschen eindrehen, passt hier einfach nochmal, ich ziehe mal hier den Koch raus, passt hier nochmal eine Kochflasche rein auf jeden Fall. Also haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und hier würde noch eine 13. Flasche reinmachen plus Gloria FM10. Aber ich habe ja stellvertretend nochmal hier Wellet Pro Snow Foam, ganz wichtig natürlich für unsere Gloria. Und jetzt machen wir hier mal ein bisschen Platz und auch das passt noch rein. Also ihr seht, vom Platzangebot habt ihr hier reichlich zur Verfügung und könnt hier jede Menge Sachen einladen. Dann habe ich noch ein Tuga Grün hier zur Verfügung, einen unserer beliebtesten Felgenreiniger, passt auch rein. Also ihr könnt hier richtig viele Flaschen einladen, da kann man einfach nichts Negatives sagen hier. Das Ganze wird natürlich dann ordentlich schwer, also wenn ihr bedenkt, dass hier jede Flasche ungefähr so ein Füllvolumen von Liter hat, 57 Milliliter, dann habt ihr hier schon 5, 6, 7 Kilo, je nachdem wie voll ihr das Ganze packt, müsst ihr da einfach mit euch tragen. Aber der Tragegurt ist sehr, sehr stabil hier an der Seite von Needed. Da geht überhaupt nichts ab und man kann auch richtig hier hin und her wackeln und es kann auch im Auto ein bisschen schaukeln, da passiert gar nichts. Apropos Schaukeln und Rutschen im Auto, auf der Unterseite habt ihr noch 5 rutschfeste Füße angebracht. Für die Leute, die sich dafür interessieren, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass das im Auto nicht hin und her rutscht. Nochmal direkt hier einen Blick unter die Tasche, um euch nochmal hier diese 5 rutschfesten Füße zu zeigen. Somit habt ihr auch einen stabilen Halt hier auf dem Kofferraumboden. Komplett wasserdicht ist diese Tasche nicht. Ich habe es mal ausprobiert hier ungefähr mit einem halben Liter Wasser. Also das dringt dann hier unten durch die Nähte durch. Das heißt, wenn euch hier mal so ein Felgenreiniger ausläuft, dann kann die Tasche leider den Felgenreiniger nicht halten. Aber ich bin der Meinung, man sollte eigentlich seine Flaschen kontrollieren. Und wenn diese Flaschen hier so gelagert werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze ausläuft, eigentlich sehr, sehr gering. So gegen Spritzwasser oder wenn ihr irgendwie auch die Flasche mal hier in die Nässe gestellt habt beim bei der Autowäsche oder so und das kommt auf den Boden, da passiert gar nichts. Den könnt ihr einfach auswischen und dann ist das Ganze wieder trocken. Aber komplett wasserdicht ist diese Tasche auch nicht. Meguiar's Kitbag war natürlich auch nicht wasserdicht. Das hatte ich beim letzten Mal vergessen zu sagen. Zusammenfassend können wir hier sagen, dass wir für 23 Euro hier eine sehr, sehr robuste und auch große und stabile Tasche bekommen. Mit jede Menge Verstaumöglichkeiten, sehr flexibel einsetzbar und auch gut verstaubar aufgrund dessen, dass ihr die ganze Sache hier bei Nichtgebrauch einfach noch ein bisschen zusammenfalten könnt. Ich möchte nochmal im Vergleich hier unsere Meguiar's Kitbag zeigen, wie wir zum letzten Mal hatten. Dazu schiebe ich das Ganze immer ein bisschen hoch und hole nochmal die Meguiar's Kitbag rein. Die Meguiar's Kitbag war ja hier preismäßig gleich angesiedelt. Und wenn wir jetzt einfach mal vergleichen hier vom Platzangebot, wir haben hier 9 Flaschen reinbekommen und ihr seht natürlich, was hier reinpasst. Und für den gleichen Preis, den wir hier ausgeben müssen, muss einfach jeder selber entscheiden, wie viel Platz braucht er natürlich. Und da könnt ihr einfach schauen, was für euer Waschverhalten da einfach besser geeignet ist. Die Frage kam ja auf, bekomme ich die Gloria hier in die Meguiar's Kitbag rein? Und ich muss sagen, sie passt rein, guckt aber ungefähr 2 cm raus, aber ihr könnt den Deckel trotzdem, ich schiebe mal die Petzolds kurz ein Stück höher, ihr könnt die Gloria hier trotzdem einlagern und zusätzlich noch Taschen reinmachen und das Ganze trotzdem verschließen. Also der Reißverschluss geht trotzdem noch zu hier. Also ihr bekommt auch hier so eine Gloria in die Meguiar's Kitbag rein, ohne Probleme, aber ihr seht schon, das Ganze tut ein bisschen nach oben ausbeulen, aber geht trotzdem noch wunderbar zu und ihr kriegt hier trotzdem noch mehr Flaschen rein. Nur als Info hier am Rande noch. So, das Ganze wieder leer gemacht hier für euch. Zusammenfassend möchte ich sagen, für einen fairen Preis von 23 Euro zuzüglich Versand bekommt ihr hier eine schöne, große, robuste Tasche. Ihr habt nochmal diese 12 kleinen Taschen hier zur Verfügung und an den Seiten nochmal die etwas größere bzw. mittleren Taschen hier. Und ich werde die Petzolds Autopflegetasche natürlich für euch weiter im Einsatz haben. Das heißt, bei meinen nächsten Wäschen wird sie einfach hier als Transportmittel mit dabei sein. Da werde ich euch natürlich nochmal so ein Langzeitfazit geben hier zu den ganzen Sachen. Ich kann auf den ersten Blick erstmal nichts Negatives nennen. Mir sind keine Nähte hier aufgefallen, die sich abgelöst haben. Auch hier diese Vernietung ist sehr, sehr stabil. Das kann man hier bequem umklappen und auch so hier die Halterung machen mit diesen kleinen Metallhaken hier einfach einen sehr, sehr robusten Eindruck.
Falls ihr auf der Suche seid hier nach so einer Autopflegetasche, dann schaut euch unbedingt mal hier die Petzolds Autopflegetasche etwas genauer an. Wenn es zum gleichen Preis, aber ein bisschen weniger Platz sein soll, dann schaut euch wie gesagt die Meguiar's Kitbag an. Wir kommen in den nächsten Tagen nochmal zu etwas teureren Taschen, auch von der Größe ähnlich hier zur Petzold. Da gibt es natürlich weitere Videos. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, das freut mich natürlich sehr. Wenn man da jemanden hat, der das Ganze ein bisschen genauer anschaut, dann habt ihr einfach viel, viel mehr Infos und könnt viel eher eure Entscheidung treffen, ob ihr euch so ein Produkt hier anschafft oder nicht. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Lasst ein Abo da, empfiehlt mich weiter und haut rein. Ciao.